In Paris hatten wir den Deal, hier geht es um die Details. Das ist gelungen, das war eine intensive Arbeitskonferenz. In diesen Minuten geht diese Konferenz hier hinter mir auch zu Ende. Und wie gesagt, mit diesem Momentum, mit dem Schwung von Paris, das ist gelungen, in die Umsetzung auch festzuzurren. Und darüber bin ich sehr froh, dass das gelungen ist. Das dringt natürlich auch zu uns nach Österreich, dass sich hier auf diesem Klimagipfel, auf dem Sie sind, alle weitgehend einig sind, dass dieser Plan von Paris so umgesetzt werden muss. Überzeugt werden muss aber offenbar noch Donald Trump, denn er hat gesagt, er wird das Abkommen kündigen. Wenn er es nicht kündigt, er kann es auch einfach ignorieren. Und da ist ein Faktum, dass das 2-Grad-Ziel nicht erreicht werden kann, wenn die USA da nicht mitmachen. Haben Sie einen Plan B? Also, wie gesagt, die internationale Staatengemeinschaft lässt sich hier nicht beirren. China hat gerade, und das ist der größte Emittent, China hat gerade sein Engagement bekräftigt, und daher gehe ich auch davon aus, selbst wenn die US-Administration jetzt aussteigen sollte, die gegenwärtige Administration Obama haben sich hier intensiv eingebracht, haben auch noch wichtige Eckpunkte, Projekte umgesetzt und eingeschlagen. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir auf Zielkurs bleiben. Die Dekarbonisierung der Gesellschaft bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen, CO2-neutral unsere Energie und vor allem, wie angesprochen wurde, die Mobilitätssysteme auszurichten, das ist jetzt die dringliche Aufgabe. Dafür wurde auch der Fahrplan jetzt bis 2018, ein sehr wichtiges Jahr, auch während unserer Ratspräsidentschaft festgezurrt, und deswegen bin ich zuversichtlich und guten Mutes, dass wir da auf Kurs bleiben.